Okay, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Retro und ja, ich muss jetzt hier mal ein bisschen loslegen, würde ich sagen. Ich habe wieder ein bisschen jetzt gebummelt, sag ich mal, aber ja, es war zumindest produktiver als sonst manchmal, wo ich dann teilweise gar nichts mache gefühlt. Aber trotzdem, es ist schon wieder spät genug und so und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier großartig anfangen soll. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal zum Beispiel das hier ausbauen. Also es ist auch mal wieder, wie man merkt, eine Folge mit Live-Kommentar. Ich denke mal, das ist jetzt sogar möglich, dass es öfter noch passiert, obwohl, ja, diese Woche war es jetzt eben wieder ein bisschen besonders. Also genau wie letzte Woche war ich halt nicht am Laptop und so in der Wohnung da, sondern bin jetzt hier, wo ich eben die Welt auch spielen kann und so am PC. Aber es kann auch gut sein, dass das nächste Woche oder dann generell jede Woche wieder anders abläuft, wie es eigentlich geplant war, ne? Was ich ja bisher irgendwie nur einmal geschafft habe, dass ich da vormittags das aufnehme, oder hatte ich es zweimal? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall viel, viel seltener als ich wollte, was ich ja schon mal bemängelt habe hier in einer größeren Themenfolge, sage ich mal. Und naja, ich weiß auch nicht, ne? Das hat sich eben so ergeben. Aber warte mal, ich mach das einfach mal weg. Ich denke mal, es ist insgesamt besser, wenn wir das so ein bisschen abändern. Und ich vielleicht sage, okay, das hier kommt auch weg. Und dann kommt hier einfach so ein offizieller Eingang hin, dass es einfach mal so ein bisschen, ja, abgeschlossen wirkt, ne? Wie auch immer. So, zack. Vielleicht kann man dann hier außen auch noch Treppen oder so anbringen, ne? Damit das nicht so unfertig wirkt. Ja gut, die Blätter, das hat vielleicht noch was, ne? Hätte jetzt vielleicht gar nicht abreißen müssen. Aber, naja, komm, egal, dann mache ich das hier mal gleich ganz ordentlich, ne? Keine halben Sachen. Hier kleiden wir natürlich auch mal das Ganze aus, das ist schon besser. Hier hinten, ja. Ich meine, ja, sicher sieht es nicht so geil aus, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich immer noch die beste Entscheidung, oder? Also hier machen wir vielleicht auch noch mal eine Fackel hin, so. Ja, das passt doch, oder? Würde ich sagen. Okay, das hier kann vielleicht noch ein bisschen dezimiert werden, wie auch immer. Ja, hier machen wir mal das auch noch voll. Zack. Hier hinten, ja, muss ich schauen, so. Und das ist im Prinzip dann der Eingang hier auf der Seite. Natürlich hier können wir auch noch mal das am Wegesrand ausgleichen. Ja, und eigentlich wollte ich auch noch das ein oder andere ansprechen, aber irgendwie bin ich gerade wieder mal gar nicht so in Redelaune. Vielleicht ändert sich gleich noch. Ja, ich habe jetzt auch mal wieder nach den ganzen Charts geguckt, wie das aktuell aussieht, ne? Ist auf jeden Fall auch interessant. Vor allem, was da abgeht, ne? Irgendwie steigen in den Charts, by the way, immer nur Songs ein oder Wiedereinsteiger. Gibt's extrem viele dieses Jahr, muss ich sagen. Also das fällt echt auf. Zum Beispiel von Crow kamen einfach random Songs von 2012 und 14 und so wieder in die Charts. Dann hier dieses Can't Hold Us ist schon seit Neujahr irgendwie da am rum existieren. Also, das war ja die letzten Jahre schon so, dass es Neujahr irgendwie wieder einstieg. Warum auch immer. Und dieses Jahr geht es gar nicht mehr raus aus den Charts. Also, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Ist ja echt krass. Und auch so ein paar andere Songs. Da denkst du dir, Alter, wo kommen die jetzt her, ne? Warum sind die ganze Zeit da drin? Und ja, das ist schon interessant, muss ich sagen. Denn sowas gab es die letzten Jahre halt gar nicht, dass solche Wiedereinsteiger so lange da drin sind oder so viele auch reinkommen. Hängt das damit zusammen, dass so wenig Musik rauskommt, neue, oder was ist das? Also, ja, wenn ich mir die vorderen Plätze angucke, die sind echt schlimm geworden, die kannst du dir nicht mehr geben, ne? Da findest du nur zwischendrin mal noch ein paar gute Sachen. Und das ist halt schade auch, muss ich sagen. Also, ich hätte mir gewünscht, dass da etwas mehr Niveau wieder reinkommt in die Charts, ne? Vor ein paar Jahren hat das ja angefangen mit diesem Absturz, wo ich schon mal gesagt habe, naja, das gefällt mir alles nicht mehr. 2018 war das krass schlimm und irgendwie ging es dann nicht mehr so richtig hoch. Es gab dann zwar mal Phasen, wo ein bisschen mehr drin war und so, ne? Aber so richtig krass war es eben nicht. Und zum Beispiel letztes Jahr habe ich es jetzt auch gar nicht mehr für nötig empfunden, mir da alles Mögliche, ja, wie ich es vorher immer gemacht habe, so auf einen MP3-Player zu ziehen, da dachte ich so, nee, komm, das brauchst du nicht mehr, ne? Gut, eigentlich nutze ich den MP3-Player zum Beispiel gerne, ne, muss ich sagen, denn ich finde, das ist eine gute Möglichkeit,
und habe da eigentlich auch immer alles aktuell gehalten bis 2020, aber irgendwie hat sich das dann so verloren. Natürlich hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit für sowas, ne? Das ist natürlich auch klar, aber hätte es jetzt bessere Musik gegeben und hätte ich da richtig Motivation gehabt, dann hätte ich vielleicht auch mal Zeit gefunden dafür, aber ich dachte mir dann eben so, ach nee, komm, wir brauchen es jetzt nicht oder so, ne, oder wie auch immer. Aber ja, irgendwann muss ich mich da auch mal wieder dran setzen, ne? Das ist schon ganz gut, denke ich, wenn man das mal macht zwischendurch. Denn man kann das ja nicht immer vernachlässigen. Also ich möchte es zumindest nicht immer vernachlässigen. Ja. Aber da müsste auch mal wieder so richtig was kommen, dass man sich denkt, okay, das lohnt sich jetzt oder so. Natürlich, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht gemacht habe, würde es sich schon lohnen. Also es ist jetzt nicht so wenig, ne? Aber trotzdem, wenn man so richtige Banger dabei hat, sag ich mal, wo man denkt, okay, geil, ne, dann macht man das natürlich viel lieber. Ich meine, ein paar Sachen sind dabei so mittlerweile, wo ich sagen muss, naja, okay, aber so richtig ist es eben auch nicht. Und ich weiß nicht, ne, der ganze Stil ist irgendwie komisch geworden. Ich meine, letztes Jahr gab es auch ein paar neue Sachen, die mir gefallen haben, wo ich auch einen neuen Stil vielleicht so ein bisschen entdeckt habe, aber ja, es gibt eben nichts, wo man sagen kann, okay, das haut einen so vom Hocker wie 2011 zum Beispiel, ne? Da gab es ja eine Masse von Songs, die richtig geil waren, so. Und wo ich mir dachte, Alter, das ist echt, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus, so ungefähr. Und das hast du heute nicht mehr, ne? Dass du da wirklich jeden Monat so 8 Songs hast oder noch mehr, die richtig geil sind, einfach nur. Oder, weiß ich nicht, das waren echt noch mehr jedes Mal. Also, das war echt heftig. Dieses Jahr oder letztes Jahr ist es nicht mehr zu vergleichen. Und ja, ist schon schade geworden. Ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. So richtig. Ich habe immer gehofft, dass es mal wieder Jahre gibt, wo das wesentlich besser wird, aber irgendwie ist es überhaupt nicht der Fall. Es ist halt nur noch Absturz hauptsächlich drin. Und höchstens in der Minderheit gibt es noch mal ein paar gute Sachen. Also, ja, das ist echt krass und ich weiß auch nicht so, was ich dazu noch sagen soll. Da kann ich echt die ganzen Jahre immer nur das Gleiche sagen. Fast, muss ich ja feststellen. Also, ja, ich weiß auch nicht. So, aber ich würde jetzt hier vielleicht mal weitermachen. Hier oben können wir vielleicht noch das ein oder andere dekorieren, ne? Da schaue ich mal. Ach, Pflasterstein muss ich auch richtig auswählen. So. Soll ich hier das mit den Steinziegeln oben machen oder wie? Ja, wäre eigentlich sinnvoll, ne? Ich meine, wir haben die ja überall verwendet, da auch extra nach außen hin sichtbar. Da könnte ich ja auch mal das noch austauschen. Zack. Und haben wir das von innen und überall auch ordentlich. Genau, das kriegen wir hin. Hier ist natürlich die Frage, wie wir das dann weiter dekorieren, ob ich das so beibehalte mit dem Muster. Vielleicht kann da irgendein anderer Block hin, dass das sich so schön abwechselt, wie auch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt hier reicht oder, Alter, was soll das überhaupt sein, ne? Soll man hier nur einen Block haben zum Langlaufen oder wie ist das hier gedacht? Also so richtig eine Idee habe ich da nicht, noch nicht. Hier, das braucht man halt, die Aussparung für die Treppe. Da hinten, da geht's ja weiter eigentlich. Also, wir haben hier auch nicht mehr Platz. Wir müssen mit diesem Cobblestone leben. Was eigentlich auch nicht so geil ist. Denn wenn wir hier schon mit Stonebricks anfangen und da drüben, ja, ich weiß nicht. Also, so richtig bin ich von diesem Raum halt nicht überzeugt. Ja, okay, das macht schon ein bisschen was her, wenn wir das so machen. Ein bisschen einheitlicher wirkt es dann. Ja, hier weiß ich nicht, wie wir das gestalten. Vielleicht da nochmal Fackeln hin. Ich meine, das hier ist ja eigentlich auch nur eine Notiz, ne? Das können wir ja dann mal wegreißen. Treppe nach unten, das weiß ich ja. Sieht man ja. Muss ich jetzt nicht da stehen haben. Ja, ich baue hier glaube ich später alles zu, ne? Das bringt es nicht, hier noch großartig mit diesen Lücken zu arbeiten. Da kann man vielleicht am Anfang ein bisschen was andeuten, aber dann ist auch gut. Okay. Wo haben wir denn die Steine und alles? War das hier? Wo habe ich einen ganz normalen Stone Bricks? Ah, hier. Die Clean Stones, die tun es natürlich auch. Aber hatte ich nicht auch Stone Bricks schon fertig irgendwo eingelagert? Also, und ich habe ja auch noch mein anderes Haus hier, gell? In der Welt, fällt mir gerade so ein.
Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Müsste ich echt mal wieder hin, so langsam. Aber die ganze Zeit bin ich eben nur hier am Bauen. Ich habe mich ja schon richtig festgefahren, habe ich so das Gefühl. Naja, irgendwann gucken wir uns auch mal wieder andere Gegenden an. Vielleicht auch mal wieder eine Höhle könnte man erkunden. Obwohl ich das eine Zeit lang schon ziemlich oft gemacht habe. Also, da weiß ich nicht, ob ich wieder so ewig lange Touren machen muss. Na, jetzt erstmal danke fürs Zusehen, würde ich sagen. Ich beende hier mal an der Stelle und tschüss.